Halli, hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe Magnaniten gesucht zwischen dem letzten Part und diesem Part und wir sind jetzt bei 144. Wir waren auf 134, also habe ich 10 Magnaniten gefunden in dieser Anfängerregion, also alles hier. Habe ich durchsucht und ja, war scheinbar sehr erfolgreich. Wenn ich dann genug Magnaniten habe, werde ich sicher dann mal ein paar verschenken oder so. Da ich ja nicht handeln werde, ist irgendwie ein bisschen blöd finde in diesem Game, dass man mit Magnaniten handelt. Und ich allgemein nicht viel handle, lieber selbst meine Items erarbeite oder geschenkt bekomme. So, wir müssen hier Skelette töten. Ich habe eine neue Quest angenommen. Das sind Skelette und das sind uralte Skelette, die müssen wir auch töten. Ja, gibt es hier ein bisschen Schlägerei mit unterklassigen Gegnern. So. Hey, nicht daneben. So. Fast One-Hit. Mumien brauchen wir nicht. Ja, das scheint relativ schnell zu gehen. Der ist One-Hit. Sehr schön. Nur 1 von 5, okay. Das ist gut. Die anderen 12. Zwei Schaden macht die mir noch. Oh, 7. Sehr gut. Ja. Alisius scheint momentan aktiv zu sein. Und Syrtis von uns. Der andere ist wahrscheinlich jetzt gegangen. Ja, jetzt sind gar keine mehr und von meiner Freundin das Lüster. Aber eben, gute Nacht, Leute. Müsst ja nicht noch anscheinen. Wenn ihr nicht wollt. Oder nicht könnt, oder. Ihr gescheit seid und schlaft, nicht so wie ich. Hier noch völlig aktiv ist um 2 Uhr morgens. So. Wow. Wir könnten den Anführer killen. Herr Anführer, wollen Sie ein bisschen auf die Fresse haben? Was, Sie machen so viel Schaden. Dann trete ich Sie mal nieder. So, das kommt davon. Das andere kommt wieder nach oben. Gibt's. Ja, das hilft auch. Skelett brauchen wir nicht mehr. Gut. Wo haben wir denn noch Skelettis? Da drüben hat es noch eins. Ein uraltes, sehr gut. Von denen brauchen wir wahrscheinlich auch noch 5, 6, 7. Irgendwas. Aber wieso sind die Skelette eigentlich. Oder sind die höherstufige? Ich glaube, das sind höherstufige. Ja, wir brauchen noch 3, 5 brauchen wir noch. Gut. Da vorne hat es noch Uralte. Ich glaube, die Uralten sind die Schwächeren, weil sie eben uralt sind. Die anderen sind noch taufrisch. Wir müssen nachher kurz die Animation noch schauen. Auf dem Panther. Da hat der Entwickler ein bisschen gefehlt. Aber es ist allgemein bekannt, dass die Entwickler mit der Grafik nicht so viel Mühe gemacht haben. Ja. Der liebe Marode Drago stößt immer die Axt Richtung Kopf, durch den Kopf hindurch. Und das sieht immer schmerzhaft aus. Ich hoffe bei anderen Dings nicht so, bei anderen Waffen. Aber ja, ist ja nicht schlimm. Der Drago ist halt eine Hohlbirne in diesem Game. Er hat extra dank durch die weil er weiß, dass er Animationen nicht mag hier in Regnum, hat er sich technisch den Kopf einfach mal
ja nicht treffbar mit der eigenen Axt gemacht. Und ja. So, wohin müssen wir? Da drüben. Beide mal da drüben, okay. Dann gehen wir mal dorthin. Und geben die Quest hier ab. Und dann müssen wir nach Süden irgendwo hin. Noch. Ist der Ärgertrainer. Da ist der Wächter Saphir. Gut, das haben wir hier noch. Nehmen wir auch mal an. Und hier vorne hat es noch Quests. Ja, eine nehmen wir nicht an, damit wir wieder eine Reichsquest haben. So, wir müssen mit einem reden. Und wo ist der? Da vorne. Aha. Kurz Reichsquest annehmen. Auch wenn die extrem langweilig sind, die geben mir immerhin Erfahrung. Was den anderen ja fehlt. So. Schauen wir mal, wo wir das holen müssen. Das ist wieder eine Quest, die man nicht lösen kann. Ja. Abbrechen. Weil Afmali gar nicht da ist. Wo ist denn Afmali? Vielleicht können wir das herausfinden. Wird es einfach nicht angezeigt, dass der Afmali dort ist. Ja, das ist gut. So, dann gehen wir gleich mal kurz die Reichsquest abholen in dieser zweiten Stadt. Und gehen aber zuerst hier die sprechen. Ja. Und dann gehen wir weiter questen. Sodele. Und jetzt sind wir es wieder nicht. Aha, jetzt müssten wir hier unten. Gehen wir mal hier unten durch. So, ich plane dann mit Floster mal eine Reichs-, eine Schlachtfeld war so eine Erkundung. Scheinbar macht das auch gerne. Gigantische Tarantel, okay. Die sind aber hier drüben. Dann gehen wir mal hier rüber und kloppen hier die Tarantel. Komm schon. Eine von 10, okay. Ja, jetzt muss ich die Quests nachholen. Jetzt sind halt die Gegner viel zu schwach. Aber es lohnt sich mehr, die Quests später zu machen. Dann gehen sie auch schneller. Und man braucht die Erfahrung dann und nicht jetzt. Also wenn man die Quests bekommt. Kann machen. Machen kann. So, wo hat es noch gigantische? Da oben, ja. Ja. Voll durchgehend am Regnum zocken eigentlich. Ich schlafe fast schon dreimal pro Tag, aber immer nur 2 Stunden. Weil ich bin so fit durch das Sport machen. Und ja. Glücklich, dass es mir so gut geht momentan. Am glücklichsten kann man immer sein, wenn man eine Krankheit hat oder ein Problem hat und es dann recht gut lösen kann. Dann ist man richtig glücklich und hat weniger Probleme. Das war vor allem ich momentan nicht wenig Probleme. Kann auch mehr aufräumen, zum Beispiel Haushalt machen oder fortgehen auf die Bank. Das hasse ich schon seit Jahren, dass ich manchmal eben zur Bank gehen muss oder Geld holen muss. PaySafeCard holen muss manchmal. Tja, aber ich bin ja bald aus diesem Kaffdorf und ziehe in die Stadt Basel. Ja, und der FC Basel hat heute die Chance, Meister zu werden.
wenn die Young Boys Bern ein Punkt weniger holen als wir, ist Basel Meister. Sonst kommt es am nächsten Wochenende zum Showdown zwischen Young Boys Bern und FC Basel und dann sind wir Meister, wenn wir gewinnen oder unentschieden machen. Wenn wir verlieren, dann kann IBE nochmals hoffen zum Titel hoffen, aber die Chance ist 99,9%, dass wir Meister werden. Also wir müssen alle Spiele verlieren, damit Young Boys IBE noch Meister wird und oh, wer das noch hofft, der ist wirklich guter IBE-Fan oder sehr unrealistisch. Und jetzt haben wir den 7. glaube ich, oder den 6. weiß ich jetzt nicht, Meistertitel in Folge. Ach gut, als FC Basel Fan ist man momentan wunschlos glücklich, auch wegen dem Champions League Achtelfinal. Da sind wir rausgegangen, wo Dinge Bayern München auch Probleme hatte gegen Porto, sind wir davor rausgeflogen. Ja, und FC Basel, das ist mein großes Ziel. Dafür muss ich noch ein bisschen Taktik lernen und ein bisschen berühmter werden im Fußball. Und dann hoffen, dass ich zum FC Basel komme. Weil im Fußball ist es halt so, der mit dem Vertrag, also der dir einen Vertrag anbietet, den musst du eigentlich, ja, musst du nicht, aber solltest du annehmen und egal in welchem Verein, also welcher Verein dich will. Aber da ich ja in der Region bin und auch recht gut bin, habe ich schon gute Chancen beim FC Basel zu landen. Also irgendwo bei FC Hinterhausen aus Deutschland. Nein, aus Dummeshausen, dem Land der dummen Menschen. Jo. So, wir holen kurz die Reisquest. Gut, aber umkehren, Kamera. Es sind immer so viele Gegner. Bei Metin 2 würde man jetzt hier einen Wirbelschlag oder wie der heißt, machen vom Krieger und die wären weg. Ja, Metin 2 habe ich auch mal geplant als Let's Play, als Community-Projekt. Aber ich möchte dadurch nicht direkt um weniger machen oder so. Sobald Leute interessiert sind, richtig, werde ich es machen. Und es als Nebenprojekt machen, also dass es nicht direkt um weniger kommt, sondern direkt um kommt gleich viel und neben der Metin oder ein anderes Game, vielleicht Arch Age, je nachdem. Also wenn ihr Vorschläge habt, ab in die Kommentare. Ich bin mal gespannt. Und ja, wenn ihr Lust habt, eben hier bei Regnum auch mitzumachen, könnt einfach einsteigen, kostenlos runterladen, kostenlos anmelden und zocken. Einfach das richtige Reich werden, natürlich Ignis auf dem Server Valhalla. Jo. So, dann schauen wir mal auf die Map. Wir müssen hier unten eine Quest machen. Schrein von Yunumua. Und dann hier hoch. Okay. Aber zuerst machen wir die Quest ganz fertig dort. Die geht wahrscheinlich noch weiter. Gut. Also, ich möchte kurz das zeigen mit der Axt. Aber dafür muss ich absitzen. Axt auf. Reit hier wieder an. Seht ihr? Durch den Kopf. Hindurch. Also mal ein bisschen zoomen. Ah, das tut gut. Ein bisschen kratzen mit dieser Axt, mit den scharfen Klingen. So Stacheln. So ein bisschen. Ah, ein bisschen durch den Kopf durch. Ja, ist ja nicht. Tja.
Alicia ist immer noch sehr aktiv. Eine Küste. So, und jetzt den Stein löten. Was? Der Gott ärgert sich über die Leute. So, und jetzt zurück in die Stadt hier. So. Ich habe vorher einen Shop gefunden, der Jägerrüstung, nein, nicht Jäger, Schützenrüstung verkauft und Barbarenrüstungen ab Level 47. Den muss ich mir merken und dem Floster Bescheid sagen. Ich glaube, es sind Schützenrüstungen, nicht Jägerrüstungen. Aber je nachdem. Na, beide wahrscheinlich. Sodele, was müssen wir hier machen? Alte Hyänen töten. Ach Gottchen. Okay, machen wir die noch. Die alten Hyänen. Das ist eine Wilde, die will ich nicht angreifen. Ja, jetzt greift das immer mich an. Dann kloppe ich sie kurz tot. Niedertreten. Ja, der darf noch angreifen, ganz genau. Und wer ist denn das? Wir gehen jetzt hier weiter. Ja, okay. Machen wir die zwei hier noch. Dann müssen wir sowieso ausruhen. Einen Amethyst gefunden. Schade, dass sie nicht irgendwie sockelbar ist, also dass sie Bonis geben. Nur diese Jaspis und andere. Ach komm, nicht. Wegziehen, Herr Kamera. Okay, hier haben wir ja genug. Dann machen wir noch, solange wir nicht sterben. Rangas Helm. 120 für Baba. Ja. Natürlich. Was machst du? Nicht wieder angreifen. Drago, hey. Gut, gut. Ja, Verbesserungsstufe 1, das interessiert niemand. Ich weiß nicht, ob man da zahlen muss für die Verbesserung. Denke schon. Und was das bringt, interessiert mich auch mal. Muss ich mal vielleicht in Form nachschauen. So, heilen, aufheilen. Ist eine schöne Stadt hier. Die haben sie gut getroffen. Aber Klippenstadt, die gefällt mir extrem. Mala Katie. Die ist richtig schön. Auch von der Aussicht. Und von diesen Kränen. Ich glaube, in jeder Stadt, in jedem Reich gibt es eine Stadt, wo diese Kräne hat. Und wo ein bisschen speziell ist, wo es auch spezielle Händler gibt. Keine Barbarenhändler zum Beispiel. Habt ihr für schlechte Waffen für normale Krieger? Das wäre mal eine Herausforderung. Das Spiel auf Level 60, also einen Charakter auf Level 60 machen, ohne dass er Barbar, also dass er zweite Klasse wird. Das wäre mal eine Herausforderung.
Also zum Abschluss zu diesem Projekt, wenn ich es überhaupt mal beende, möchte ich das mal machen. Aber dann nehme ich Magier. Ja, dann nehme ich Magier. Okay, wird vielleicht noch schwer. Aber ich will mal Zauberstab Ding machen. Also recht viel mit dem Zauberstab kämpfen. Mit der Beherrschung. Voll der geile einfach. Eigentlich könnte man das zu 8 machen. Dann. Das sind. Zum Beispiel 4 Krieger. Und 2 Bogenschützen, 2 Magier. Ja. So, hier haben wir ein Gestein. Das nehmen wir natürlich mit. Weil wir süchtig nach Magneten sind, obwohl wir sie nicht brauchen. Ja, vielleicht für eine Quest mache ich mal. Mal schauen. Und den Rest verschenke ich. Ja, du alte Glockere, musst nicht angreifen. Ich bin hier am Hyänenkillen. Jetzt hau ab, du unterklassiger Grabwächter. Und meine Stimme verreckt schon fast, du altes Klappergerüst. Secrets, Angriff! So, ausruhen. Und die restlichen 2 machen wir dann bei Hälfte der Energie oder so. Ah. Strecken. Ja, ich bin wieder müde, gehe wieder schlafen. Um 3.20 Uhr. So, die schaffe ich jetzt. Das sind wilde. Oh Gott. Da ist eine alte. Da ist eine alte. Einen blutigen Pfeil. Für Level 35, wieso bekommt man eigentlich so Items für so weit vorne? Also so 4 Level später als der Gegner. Gut, dann gehen wir zurück in die Stadt. Laufen halt noch, bis wir Pante benutzen können. Gut. So. So, ich werde dann bis zum nächsten Part wieder ein paar Reisequests machen und leveln. Dadurch. Kamera und Obelisk. Ja, und eben ein paar Parts werden wir dann Reis-Ding machen, Warzone, PvP, FAR, und im nächsten oder übernächsten Part werde ich mit Floster ein bisschen erkunden, ohne dass wir jetzt unbedingt den Krieg suchen. Ja, also sehr gespannt, liebe Leute. Dankeschön fürs Schauen. Und ja, ein bisschen kann ich noch spielen, aber ich mache den Part ein bisschen kürzer, dafür an der Länge. Und diese Anhänger, die mag ich gar nicht. Die muss ich nämlich bald machen, glaube ich. Mit Level 32 ist dann das erste, die erste Anhängerquest. Aber die muss ich ja nicht zeigen, die werde ich dann machen, wenn ich einen finde. Oder ich werde es aufnehmen, ja. Ich werde dann spontan aufnehmen. Und ja. Also,
Dankeschön fürs Schauen, liebe Leute. Tschüsschen.